So, das ist jetzt die Sandra Lohse am 29.12.2012. Stuhlprobe. Im Supradunkelfeld. Aber wir kriegen hier keinen. Doch jetzt. Wir machen hier einen Salmonellentest. Hier sehen wir eine Kuhle in der Mitte und wir suchen jetzt einfach nach Bakterien für das Mikroskop. Es ist schwierig, weil da sehr helle Teile drin sind, das eigentlich Wichtige darzustellen. Aber die so schnell durchsausen, das sind die Salmonellen. Also alles, was sich hier gerichtet bewegt, hier zum Beispiel, das ist eine Salmonelle. Da ist wieder eine, die so ganz schnell durchs Bild sausen. Hier ist wieder eine. Die leben da drin gut. Also die Zahl der Salmonellen ist sehr groß. Jetzt müssen wir noch mal die Belichtung etwas aufhellen.